Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Octopath Traveler 2 und den Nebengeschichten. Wir befinden uns mittlerweile in Totohaha und hier auf der Weltkarte, ihr seht es, im Wildlingsdorf. Und auch hier haben wir wieder so einige Nebenmissionen, unter anderem dieses Kribbeln im Bauch. Und diese bekommen wir von diesem Wildling hier. Und wenn wir ihn ansprechen, dann erzählt er, dass er einen Reisemensch kennengelernt hat, der lecker Kribbelfleisch mitgebracht hat. Und er würde gerne wissen, wie das geht und braucht halt eben das Rezept. Das ist unsere Aufgabe. Wie wir die lösen, das zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Das Schöne ist, erstmal drauf zu kommen, was Kribbelfleisch sein könnte. Es handelt sich hierbei um ein scharfes Gericht. Und zwar bekommen wir das Rezept in Tropuhopu. Das heißt, ihr müsst hier erstmal hinlaufen und die Schnellreise sozusagen freischalten. Im Endeffekt habt ihr hier Gefahrenstufe 18. Also dementsprechend, ja, müsst ihr gucken, einfach durchkommen eventuell. Das geht relativ fix. Und dann müssen wir hier in das zweite Gebiet von Tropuhopu, und zwar ins schwimmende Theater. Und hier finden wir auf der rechten Seite hier diese Straßenköchin. Und wenn wir beispielsweise unsere gute alte Kasti hier mit bei haben, dann können wir uns bei dieser erkundigen am Tage und bekommen das Rezept für scharfes Hühnchen. Ja, funktioniert auch mit Bestechen, kostet glaube ich 1000 Silberblätter, kriegen wir auch das Rezept für scharfes Hühnchen, funktioniert natürlich auch mit jedem anderen Charakter, der Informationen sammeln kann. Und danach haben wir das, was wir brauchen, das Rezept für scharfes Hühnchen. Was müssen wir jetzt natürlich machen? Ganz klar, per Schnellreise wieder zurück ins Wildlingdorf. So, einmal zurücklaufen zu unserem Auftraggeber, diesen dann ansprechen. Der erzählt natürlich nochmal das, was er eben gerade schon mal sagte. Wir überreichen das Wissen sozusagen für scharfes Hähnchen, also dementsprechend überreichen wir das Rezept. Unser Bildling freut sich, dass er hier jetzt endlich das Kribbelfleisch nachmachen kann. Und das war es auch schon. Die Mission ist beendet. So leicht kann es gehen. Und wir holen uns jetzt hier noch unsere Belohnung ab. Im Endeffekt, ihr seht es hier, sind es 3000 Silberblätter und ein nimmersatter Speer. Und der ist von den Attributen gar nicht mal so verkehrt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.